Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 16 Potential Winter Upgrade Prediction. Der längste Name auf YouTube ist wieder am Start und wir sind heute bei der 13. Episode angelangt, haben sehr interessante Spieler dabei und wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, würde ich mich extrem drüber freuen, ist die beste Unterstützung, die ihr mir geben könnt. Ich denke mal, mittlerweile ist das bei jedem durchgedrungen. Weitere Unterstützung ist möglich in der Videobeschreibung, Links zu Instagram, Facebook, Twitter, Randyrun und so weiter und so fort. Auf jeden Fall auch das auschecken, wenn ihr da Bock drauf habt, würde ich mich auch drüber freuen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Spieler in der nächsten Episode sehen möchte und schreibt mir auch in die Kommentare, welche Begrüßung euch lieber ist. Hey, komm oder Servus YouTube, herzlich willkommen. Das ist die große Frage. Das eine ist die kürzere Version des anderen, aber ich denke mal trotzdem, dass irgendjemand von euch irgendeine Meinung haben wird. Haut hier einfach rein. Ich will mich an euch richten. Wir starten mit dem ersten Spieler für diese Episode und der ist gleich mal richtig nice. Sein Name ist nämlich Dabur und der spielt momentan bei den Grasshoppers Zürich in der Schweizer Liga. Die interessante Geschichte dabei ist, dass Hannover an dem interessiert ist. Marktwert von 7 Millionen kam von irgendeinem israelischen Verein zu, eben den Grasshoppers, hat bisher in 14 Spielen oder 17 Spielen 11 Tore und dazu noch 11 Vorlagen gemacht. Also richtig kranke Statistiken bei diesem Mann und ich denke mal dementsprechend ein kleines Upgrade zumindest verdient. Eventuell sogar auf Gold, könnte ich mir auch vorstellen. Auf 75, aber 74 habe ich mir erstmal gegeben. 82 Tempo weiterhin, 79 Dribbling, 71 Shooting, 65 Passen, 65 Physis und 34 Defending. Ob er zu Hannover geht, steht in den Sternen. Ob Hannover die Ablöse für den bezahlen möchte, steht in den Sternen. Aber ich denke, eventuell könnte das was werden. Genauso wie mit Moussa Konaté. Ob das der Fall sein wird, wir werden es früher oder später erfahren. Auf jeden Fall sieht diese Karte, egal in welcher Liga, ziemlich stark aus, denn das Tempo in Kombination mit der relativ vorhandenen Größe mit 79 Dribbling und 71 Shooting, 65 Physis noch dazu, ist definitiv, ja, aller Ehren wert. Wir kommen zum zweiten Spieler für diese Episode und auch der ist sehr, sehr interessant. Sein Name ist Wladimir Darida von Hertha BSC Berlin. Viele von euch haben sie sich gewünscht und jetzt ist er endlich da. 76er Rating momentan, ich denke mal um 2 kann man hochgehen auf 78. Unfassbar wichtig für Hertha BSC Berlin. Im Sommer von Freiburg vom Absteiger gekommen, da schon mit der beste, wenn nicht sogar der beste Spieler gewesen. Und jetzt bei der Hertha sieht das Ganze nicht anders aus. Der ist ein unfassbar genialer Stratege im Mittelfeld. Der kann Pässe spielen, der kann verteidigen, der kann einfach alles. Der kann das Spiel wunderbar lesen und dementsprechend ist der gerade für den momentan Tabellendritten eine absolute Bank im Mittelfeld und sehr wichtig. Für die tschechische Nationalmannschaft ebenfalls, ich weiß gar nicht, ich glaube, die sind nicht bei der EM dabei. Bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat er alles richtig gemacht mit seinem Wechsel nach Berlin. Allgemein haben viele vieles richtig gemacht mit dem Wechsel nach Berlin. Ich habe es, wie gesagt, nicht erwartet, dass sie so durchdrehen werden. Aber trotzdem auf jeden Fall Respekt an den Hauptstadtclub und Respekt an Wladimir Darida für seine bisher sehr ordentlichen Leistungen für die Hertha. Ich glaube, seinen Marktwert hat er nicht gesteigert. Ich glaube, der ist weiter noch 5,5 Millionen. Ich gucke gerade mal nach. Aber auf jeden Fall 3 Tore, 2 Vorlagen, 17 Spiele und dazu halt ja ein absoluter Leistungsträger. Besser geht es nicht. Dritter Spieler für diese Episode ist dann Harry Kane. Momentan bei den Tottenham Hotspur. Mal sehen, wie lange das noch so bleiben wird, wobei sich die Spurs ja mittlerweile sehr gut präsentieren, der ja schon aus der Jugend kam. Vielleicht bleibt er die ganze Karriere da. 78er Rating, ich denke mal, um 2 kann man hochgehen in Head-to-Head. Das ist übrigens für alle, die das noch nicht gecheckt haben. Head-to-Head ist Karrieremodus, beziehungsweise nicht Ultimate Team, das heißt das normale FIFA-Matchday quasi. Eventuell ist das jetzt erklärt. Da hat er auf jeden Fall bereits ein 80er Rating und das vollkommen zu Recht. Hat auch bereits 3 Informs erhalten. Dementsprechend denke ich mal, ein Upgrade um 2 ist definitiv angemessen und entspricht auch den Erwartungen von EA und den Vorstellungen von EA. Die Stats sehen dann richtig nice aus. 74 Tempo, 81 Shooting, 71 Passen, 77 Dribbling, 81 Physis, 42 Defending, die natürlich unerheblich sind, aber trotzdem sehr, sehr stark aussehen. Und ich denke mal, Harry Kane wird die Hoffnung sein für England bei der WM 2016. Vielleicht noch zusammen mit Wayne Rooney, auch wenn der ja momentan... Wobei, er hat ein Tor geschossen. Er hat ein Tor geschossen, kann man nichts gegen sagen. Kane ist momentan zwar besser in der Hinsicht, aber auf jeden Fall werden die beiden vielleicht ein bisschen was für England reißen. Vierter Spieler für diese Episode spielt dann in der Bundesliga erneut und ist Joshua Kimmich. Oder Joshua Kimmich. Heißt er Joshua oder Joshua? Ich glaube Joshua Kimmich. 70er Rating, 73 predikte ich für ihn. Hat sich entwickelt beim FC Bayern nach seinem Wechsel von Leipzig bzw. Stuttgart zu den Münchnern. Ist nicht der unumstrittene Stammspieler, aber das war ja auch von Anfang an logisch. Denn der Junge ist halt einfach kein Lahm, der ist kein Xabi Alonso. Der ist auch von mir aus kein Thiago oder kein Rode. Aber er ist ein großes Teil. Und ich denke mal, in den nächsten Jahren wird er sich auf jeden Fall noch, wird auf jeden Fall sich noch schön weiterentwickeln. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird. 75 Dribbling, das ist ja plus 4 in der Hinsicht, plus 2 Shooting, plus 3 Passen, plus 1 Tempo, plus 1 Defending und plus 1 Physis. Sieht an sich ordentlich aus, vielleicht noch ein bisschen zu wenig. Ich kann mir sogar vorstellen, dass da noch ein bisschen mehr geht, was die Upgrade-Werte angeht. Aber das werden wir sehen. 10 Bundesligaspiele, 5 in der Champions League, 2 im DFB-Pokal, 17, das heißt bisher in dieser Saison. Und dafür ist das Upgrade auf jeden Fall in Ordnung. In Head-to-Head hat er 72, von daher 73 auf jeden Fall angemessen. Wir kommen zum vorletzten Spieler für diese
diese Episode. Und das, liebe Freunde, ist Romelu Lukaku vom FC Everton. Eventuell einer der besten Spieler, die es überhaupt in der Premier League gibt, beziehungsweise Stürmer, die es in der Premier League gibt. Der Junge ist ein Genie. Der hat dieses Jahr die meisten Tore geschossen in der Premier League. Und das, obwohl er bei Everton spielt. Man muss bedenken, dass Everton nicht der allerstärkste Verein ist. Sie haben ein paar nice Spieler, aber vor allem in FIFA sind die nice, nicht in Realität. Trotzdem ist Lukaku seit seinem Wechsel von Chelsea dahin zurück definitiv, wie soll man das sagen, noch mehr gereift. Und ich denke mal, dass der Wechsel im Sommer zu einem richtigen Top-Club oder zu einem Champions-League-Club kommen wird. Er hat bisher in dieser Saison grandiose Leistungen abgeliefert, hat bisher 15 Tore und 5 Vorlagen in 20 Spielen für Everton. Das darf man immer bei der ganzen Sache nicht vergessen, denn Everton ist halt einfach in England auch nur ein Mittelfeldclub. Die waren in der Euroleague, ja, aber trotzdem sind das nur ein Mittelfeldclub und dementsprechend umso beeindruckender. Ich bin gespannt, ob er eventuell weggehen wird, beziehungsweise ob er zu Wolfsburg gehen wird oder zu irgendeinem anderen Champions League Club. Wir werden sehen, auf jeden Fall plus 2 für ihn und das sieht sehr nice aus. Letzter Spieler für diese Episode ist dann Aitad Zulu und der Junge hat ein 68er Tempo momentan, 73 Defending, 78 Füße. Hat mit Darmstadt eine klasse Hinrunde gespielt, kann man absolut nichts gegen sagen und dementsprechend das Upgrade genauso wie in Head to Head auf ganze 75. Wird Gold. Das ist sehr cool. Ich kann mir zumindest gut vorstellen, dass sie das machen, denn Zulu ist so ein bisschen das Erfolgsgesicht der Darmstädter, zeigt gerade die größte Stärke und zwar natürlich, was für eine Frage, die Standards. Da sind sie einfach die, ja, quasi Top-Klasse oder der, das Nonplusultra, der, ja, das Leistungsmaximum, mir fehlt gerade das Wort. Aber auf jeden Fall sehr, sehr stark in der Liga. Bereits 4 Tore gemacht in der Bundesliga, der Aitad Zulu mit dem Kopf. 1 im DFB-Pokal gegen Hannover 96. Aber das kann ich ihm auch nicht verübeln, denn das war ein schönes Kopfballtor. Und Captain Zulu hat dementsprechend das Upgrade auf 75 verdient. Denke ich zumindest mal. 76 Defending, 80 Physis, 69 Tempo und den Switch der Nationalität von Deutsch auf Türkisch. So, das war's von dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde ich mich extrem drüber freuen. Ich denke mal, die Spieler waren sehr, sehr cool. Schreibt mir aber in die Kommentare, welche Spieler ihr als nächstes sehen wollt. Captain Zulu, beispielsweise Darida. Das sind alle Spieler, die ihr euch sehr gewünscht habt. Die sind jetzt weg. Ich bin sehr, sehr gespannt, wer als nächstes kommen wird. Ich bin wirklich gespannt. Und ich freue mich auf die nächste Episode. Ich hoffe, ihr euch auch. Und dementsprechend wünsche ich jetzt euch noch einen wunderschönen, verschneiten Mittwoch. Dienstag ist heute. Mann, ich habe kein Zeitgefühl mehr. Übermorgen geht die Schule wieder los. Scheiße. Egal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao. Haut rein.